Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allahs Friede, Segen und Barmherzigkeit mit euch sein. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aller Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Und Friede und Segen sei mit dem Gesandten Allahs. Die Frage von heute ist, woran ist derjenige schuld, der einen Mord begeht, wenn es in seinem Qadr, in seiner Vorherbestimmung steht? Das sind Fragen, die Muslime stellen, und ich möchte erstmal auf eine Sache aufmerksam machen. Ich habe mehrere Vorträge über dieses Thema schon gemacht, unter anderem in dem Vortrag Qadr, die Vorherbestimmung, wo ich intensiv auf dieses Thema eingehe. Da wird diese Frage auch schon beantwortet, aber ich wollte hier nochmal speziell auf diese Frage eingehen. Es ist eigentlich traurig und auch erfreulich, so eine Frage zu bekommen. Traurig, weil es einfach zeigt, dass die 2400 Moscheen in Deutschland es nicht geschafft haben, die Botschaft an die Muslime zu bringen. Denn der Glaube an den Qadr, an die Vorherbestimmung, gehört zu den 6 Säulen des Imans. Der Prophet ﷺ wurde in einem Hadith gefragt von Jibril: Akhbirni an al-Iman, faqal, an tu'min lahu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wa yawm al-akhiri wa qadri khairi wa sharri. Dass du an Allah glaubst, an die Engel glaubst, an die Bücher glaubst, an die Propheten glaubst, an den jüngsten Tag glaubst und an den Qadr mit seinem Guten und seinem Bitteren, dass du daran glaubst. Das heißt, der Qadr ist eine Säule des Imans. Und es ist eine sehr, sehr wichtige Säule, weil sie eine Säule ist, die eigentlich sogar schon im Glauben an Allah zu 100% vorhanden ist. Weil sie erstens mit der Eigenschaft des Wissens von Allah zu tun hat, nämlich, dass Allah schon immer alles wusste. Allah hat schon immer alles gewusst. Allwissend zu sein heißt, immer alles gewusst zu haben, was geschehen wird, was nicht geschehen wird, wie es geschehen würde, wenn es geschehen würde, und dass er nie etwas vergessen hat. Zweitens, dass Allah das, was geschieht, aufschreiben lassen hat, nämlich eine Tat. Das wird im Hadith überliefert, 50.000 Jahre, bevor die Welt erschaffen wurde, hat er das, was er wusste, was die Menschen aus ihrer eigenen Wahl tun werden, aufschreiben lassen. Er hat zu dem Kalam gesagt, schreib. In Lawh al-Mahfuz, in der wohlbewahrten Tafel über dem siebten Himmel. Dann, die dritte Sache ist, dass nichts geschehen kann ohne seine Irada, ohne seinen Willen. Und der Wille dazu wird der Irada Shar'iyya und Irada Kauniyya. Irada Shar'iyya heißt das, was Allah liebt, was geschehen soll, zum Beispiel was er befiehlt im Koran, man soll beten. Und Irada Kauniyya ist das, was geschieht, unabhängig davon, ob es passiert oder nicht. Die vierte Sache ist, dass er die Taten erschaffen hat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sure 37. Allah hat euch erschaffen, das, was ihr tut. So. Diese Sachen, Schöpfung, Wille, aufschreiben lassen und Wissen, sind alles Eigenschaften von Allah. Und trotzdem wird der Qadr nochmal als eigenständige Säule aufgeführt, weil er wichtig für uns ist. Warum? Denn wenn wir den Qadr verstehen, richtig verstehen, wird er eine Medizin für uns sein. So viele Menschen auf der Welt sind verzweifelt, wenn ihnen irgendetwas geschieht, worauf sie keinen Einfluss hatten. Eine Krankheit, ein Unglück, sie werden bei einem Job nicht angenommen und das stürzt viele in ein tiefes Loch rein. Der Muslim sagt sich, er hat sich zum Beispiel für einen Job beworben, ist nicht angenommen worden, was sagt er sich? Okay, das muss eine Weisheit von Allah sein, vielleicht muss ich an mir arbeiten, vielleicht ist diese Arbeit nicht gut für mich, da muss irgendwas hinterstecken, und er hakt das ab. Eine Beziehung geht zugrunde, der Muslim fragt sich, okay, habe ich einen Fehler gemacht? Also der Muslim, der den Qadr verstanden hat, ja?
Habe ich einen Fehler gemacht, von dem ich lernen kann? Vielleicht liegt eine Weisheit dahinter, vielleicht hat Allah eine bessere Frau mit mich vorbereitet und hakt das ab. So. Aber wenn jemand den Qadar nicht verstanden hat, dann macht er sich selber damit kaputt. Wenn jemand den Qadar nicht verstanden hat, dann macht er sich selber damit kaputt. Zum Beispiel, indem er Ausreden sucht für seine Sünden. Ja, ist doch geschrieben worden. Ja, es ist geschrieben worden. Allah hat das geschrieben, was er wusste, was du mit deiner eigenen Wahl machst, was er auf eine Art und Weise erschafft, die wir nicht 100% wahrnehmen können, was er auf eine Art und Weise will, die entweder Irada Kauni oder Irada Shar'i ist, aus einer Weisheit. Aber Allah hat dich nicht dazu gezwungen, das zu tun, denn Allah sagt, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah bürdet keiner Seele auf, was sie nicht zu tragen vermag. Das heißt, wenn du dazu gezwungen wärst, dann, und du wirst dafür bestraft, dann hätte, und Allah hat dir befohlen, das nicht zu tun, Allah hat dir verboten, solchen zu morden, aber du bist dazu gezwungen zu morden durch ihn, dann würde er dich für etwas bestrafen, was du nicht zu tragen vermagst. Du konntest ja nichts dafür, aber du bist dafür verantwortlich. So, das heißt, man hat das Thema nicht richtig verstanden. Man hat dieses Thema nicht richtig verstanden. Du bist keine Feder im Wind. Der Qadr bedeutet nicht, dass du eine Feder im Wind bist. Und selbst du kannst den Unterschied erkennen, ob du eine Treppe runtergehst oder ob du stolperst und die Treppe runterfällst. Und es kam einmal jemand zum Kalifen Umar radiallahu anhu. Es müsste Umar radiallahu anhu gewesen sein. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, zu 99%, weil die Geschichte habe ich vor Jahren gehört, und er wollte Ausrede suchen, weil er gestohlen hat. Er wollte eine Ausrede suchen, weil er gestohlen hat, und wollte sagen, ja, es steht doch in meinem Qadr. Warum willst du mir jetzt die Hand abpacken, obwohl es in meinem Qadr steht? Da hat Umar radiallahu anhu zu ihm gesagt, ja, steht in deinem Qadr, und in deinem Qadr steht auch, dass du die Hand abgehackt kriegst, weil du es gemacht hast. Punkt. Und wurde ihm die Hand abgehackt. Das heißt, er konnte den Qadr nicht als Ausrede suchen. Einmal sind die Sahaba in eine Situation reingekommen, wo es eine Epidemie gab. Ja, eine Pest. Und da meinte Abu Ubaid ibn al-Jarrah und Umar ibn al-Khattab hat die Gefährten zurückziehen lassen. Weil es in dem bestimmten Land, wo sie hingehen wollten, wegen einer Raswa, weil es dort eine Epidemie gab. Und da meinte Abu Ubaid ibn Jarrah zu ihm, fliehst du vor dem Qadr von Allah, das heißt, fliehst du vor dem Qadr von Allah, fliehst du vor der Vorherbestimmung Allahs? Und da meinte Umar al-Khattab, ja, ich fliehe vor der, ich fliehe vor der Vorherbestimmung Allahs, zu der Vorherbestimmung Allahs. Das hat er daraufhin gesagt. Und hier muss man auch verstehen, Ali radiallahu anhu sagte, Al-Qadr sirrullah fala takshifu. Der Qadr, die Vorherbestimmung, ist ein Geheimnis von Allah, so wirst du es nicht öffnen können. Das heißt, wir werden den Qadr niemals vollständig verstehen können. Aus welchem Grund? Weil er über unsere Vorstellungskraft ist, weil er mit den Eigenschaften von Allah zu tun hat. Nämlich, was haben wir eben gesagt? Das Wissen, das Schreiben, das Erschaffen und der Wille von Allah. Und diese Eigenschaften von Allah sind wie das Wesen von Allah über unsere Vorstellungskraft. Laysa kamithli shay wa huwa as-sami'ul basir. Nichts ist ihm gleich, aber er ist der Allhörende, der Allsehende. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir den Qadr zu unserer Medizin machen und nicht zu unserem Gift, indem wir mit solchen schwachsinnigen Argumenten kommen. Okay, ich hoffe, das ist angekommen. Falls es noch irgendwelche Fragen dazu gibt, schaut euch das Video einfach nochmal an. Und ihr könnt euch dann den Vortrag, die Vorherbestimmung, nochmal anschauen von mir, wo
wo ich fast 40 Minuten, wenn ich mich recht erinnere, vor 10 Jahren oder so fast 40 Minuten über dieses Thema gesprochen habe. Vielleicht könnt ihr es dann besser verstehen. Und macht Dua zu Allah, dass ihr dieses Thema besser versteht. Wie gesagt, niemand ist dazu gezwungen, eine Sünde zu begehen. Und deswegen ist auch jeder verantwortlich für das, was er tut. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.